Wetten, er ist rausgerannt, weil er gebrannt hat und ist ins Meer gesprungen oder sowas. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Und in dem Lagerhaus war Schmerzmittel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das war. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. This door is blocked from the outside. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Boah, pack das ein, das wird mal viel Geld wert sein. Hat das Licht ausgegangen für eine Sekunde? A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Sie haben so viele Bücher, krass. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Wahrscheinlich. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Dark water history. This place was settled back in 1692. By two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Oh my. Okay, da gehen wir gleich hin. 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep. 20,000 Meilen unter dem Meer. Unter dem Meer. A crowbar could prove useful. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. Wie kann dir da das Porträt zuerst auffallen, wenn du das hier siehst? Wow.
Sarah have done to make this person threaten to call the police? Sehr geehrter Herr, wie Sie wissen, habe ich Ihnen und Ihrer Familie immer viel Respekt entgegengebracht. Leider kann ich aber meine Augen nicht länger von dem Verhalten Ihrer Frau verschließen. Letzte Woche versetzte sie meine Kundschaft erneut in Schrecken. Mir ist bewusst, dass sie keine bösen Absichten hegt, aber Sie sollten sie in Obhut von Dr. Fuller geben. Er alleine könnte sie zur Besinnung bringen. Sollten sich diese Störung wiederholen, sehe ich mich gezwungen, die Polizei hinzuzuziehen. Hochachtungsvoll, Anton Willard. Was hat sie getan? Locked. Wir haben Brechereisen. Könntest, wenn du wolltest. Oh no, I don't want to do that. Wenn man ein Horrorspiel spielt, in ein Kinderzimmer gehen? Nobody. Boys' room. All right, let's do this. Sie haben so viele Bücher, ich muss es nochmal sagen. Wow. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. Das private Tagebuch von Simon. Er schien besorgt um seine Mutter und ihre Anfälle. Es schien auch Spannung zwischen dem Hawkins-Paar gegeben zu haben. Könnte der Brand das Ergebnis eines Streites gewesen sein? Können wir das lesen? Samstag, er hat mit seiner Mutter im Garten gespielt und sie sah traurig aus.
Er mag es nicht, wenn sie traurig ist und ob sie wütend ist auf den Vater. Sonntag. Der Vater hat ihn wohl angemeckert. Dienstag hat er das fortgebaut. Mittwoch hat er aufgeschrieben, dass sie immer Monster malt. Er mag die Monster nicht. Ich habe schlechte Träume. Und sie kommen in sein Schlafzimmer und gucken ihn an. Er weint und seine Mutter meckert ihn dann an. Und sein Vater sagt ihm, dass er Tabletten dafür nehmen soll. Okay. Am Dienstag hat er gesagt, dass die Mutter wieder weint und dass ja, das nicht so gut läuft in seinem Leben. Und am Mittwoch sagt er, dass die Mutter wieder traurig ist und dass sie immer so was Komisches essen. Und wenn sie es am Abend wieder essen, dass er seinen Teller auf den Boden schmeißt. Also das, was wir auch gesehen haben. What will her room reveal about her? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated, resorting to such a treatment. Sie beruhigen die Nerven. Fängt man einmal damit an, kann man nicht mehr ohne sie leben. Kommt mir seltsam bekannt vor. Sie hat ein eigenes Zimmer? Perfect. Whoa. Okay, give me a second. Alright. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Meine liebe Sarah, seit du dich auf diese verlassene Insel zurückgezogen hast, hat deine Kunst mehr und mehr Sammler begeistert. Ich bitte dich, mir ein paar neue Bilder zu schicken. Die letzten so düster und seltsam, auf einzige Weise bewegend und anrührend, würden zu Höchstpreisen verkauft. Dein Anteil der letzten Verkäufe liegt bei. Vergiss nicht deinen Freund, der dein Genie zuerst erkannt hat und der Welt gezeigt hat. In Hochachtung, Maximilian L. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Wow. Sie hat gut Geld gemacht. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Despite what happened, they seem to have loved each other. Fate brothers together and forever it will bind us. Oh. Das Schicksal hat uns zusammengeführt und für immer werden wir zusammen sein.
Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Bradley? Is that you? Bradley? Is anyone there? Wow, das sind wir. Oh my gosh. Stop. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. This door is blocked from the outside. I'll cover you. This door was closed earlier. Welche Tür? What? Also die Tür. Where did he go? Must have got out some way. No, no, he was here. I'm sure. Let's search this room. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Oh. Probably another friend of Hawkins. Man kann ihn bewegen. Bevor wir das tun. Ich war nicht fertig in dem Zimmer. Da war ein Porträt von uns. Beunruhigt uns das so gar nicht? Wo ist unser Porträt? Ist es weg? What the fluff? Weird. Können wir nochmal so einen coolen Sprung nach unten machen? Nein. Schade. Zu cool wär's gewesen.
What? An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. This Dr. Fuller, was he Sarah Hawkins' therapist? Charles, ich verstehe Ihre Sorge, aber ich versichere Ihnen, dass sich Sarah hier im Riverside-Institut in guten Händen befindet. Oh, er hat sie einweisen lassen. Es versteht sich von selbst, dass ihr Zustand eine besondere Betreuung und ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordert. Ihr volles Potenzial kann sich nur entfalten, wenn sie sich in einer sicheren Umgebung befindet und von qualifiziertem Personal betreut wird. Natürlich liegt die Entscheidung bei Ihnen, es scheint aber, als liefe Ihnen die Zeit davon. Ihr Freund Thomas Miller. Fuller. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. It looks like an old seaway map. Why are these letters here? And not with Sarah Hawkins' belongings. Diese Briefe wurden geöffnet, aber haben aber offensichtlich das Büro von Charles Hawkins nicht verlassen. Sie sind auf einer sorgfältigen Flocht des Band zusammengebunden. Warum hat Hawkins die Briefe an seine Frau abgefangen? As if the bookcase has been moved several times. As if the bookcase has been moved several times. Gesundheit. Dankeschön. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater Shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. This globe seems to have been part of some mechanism. Wo würde er hinwollen? Doesn't work. I must admit. Doesn't work. Seems like this came from a log. 42 North, 70 West. There must be a link with the seaway map. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. There must be a link with the seaway map. Nord, 53 West vielleicht?
Doesn't work. I must have missed something. Looks like the navigational paths described in the log. Ich meine, wir können ja alle ausprobieren. Also, was haben wir Feines? Wir haben... West. Nein, ist es Nord? I don't know. 39 Nord, 31 West. 28 Nord, 16 West. 16 Nord, 24 West. 24 Nord, 46 West, 33 Nord, 53 West, 41 Nord, 43 West, 18 Nord, 61 West. 26 Nord, 77 West. 31 Nord, 40 West. Und dann haben wir noch 34 Nord, 75 West. Hab ich alle? Nord, 55 West. Nord, 51 West. Okay, ich glaube, das sind alle. Betsy. Zuerst machen wir 57 Nord, 57 West. Doesn't work. I must have missed something. 42 Nord, 55 West. Doesn't work. I must have missed something. 31 Nord, 64 West. Doesn't work. I must have missed something. 51 Nord, 5 West. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. 37 Nord, 8 West. 37 Nord, 8 West. 39 Nord, 31 West. Nope. Doesn't work. I must have missed something. 28 Nord, 16. Doesn't work. I must have missed something. 16 Nord,
24. Doesn't work. I must have missed something. 24. 46. Doesn't work. I must have missed something. 33. 53. There we go. Looks like it worked. Er wollte das Wort Art. Well done, Pierce. Oh my. Kapitel 4. Tunnel unter den Hawkins Villa. In der Villa des Hawkins enthüllt die Brandstätte ihre Geheimnisse. Pierce und Officer Bradley untersuchten die Villa auf der Suche nach Beweisen für Überlebende. Als ein Vermummter in das Atelier von Sarah Hawkins stürmte und ein Gemälde stahl, nahm der Detective und der Polizist die Verfolgung auf. Nachdem sie ihm in das Büro von Charles Hawkins gefolgt waren, entdeckten sie einen Geheimgang. Pierce und Bradley betraten den Tunnel unter der Villa. Bam, bam, bam. Secret passage, under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah, and he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. Three seats. Look, someone's been here recently. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. What is this mask supposed to represent? This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death?
symbol. What does it mean? A disfigured saint. What does it mean? Sieht aus wie die Maria-Statue, aber mit einem Oktopus als Kopf. Oh mein, hier geht's tief runter, du. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Hier trennen sich unsere Wege. Und das wahre Horrorspiel beginnt, wetten wir. Kein Zurück. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. These paintings must be several centuries old. A sad way to go. An old diary. Diese Ausgabe wird der Glaube des verlorenen Stammes erwähnt. Die vergötterten ein Wesen, das ihnen in ihren Träumen zu ihnen sprach. Oh Gott, sie wie bei uns. Oh no. Der gesamte Stamm scheint in einer Massenopferung zum Ruhm ihrer Gottheit verschwunden zu sein. These people lying down. Are they dead? Are they asleep? These buildings seem to have come out of the water. Oh my. Das ist der Ort, wo wir hergekommen sind.
Detective Edward Pierce. So sieht's aus. Okay, meine Hübschen. Time has weakened these structures. Möchtest du mir damit sagen, dass sie zusammenbrechen? Please don't. I don't have time to search them all. Warum nicht? Ich würde gucken. Warum ist jedes Feuer hier blau? What's going on here? Oh. Pierce! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. Nobody knows. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Okay. First, though. Das war der richtige Weg. Ich dachte, das wäre der falsche Weg. Ich dachte, hier runter wäre der richtige Weg. Also müssen wir erst hier runter gucken. It looks like animal oil. Certainly not whale. Okay. Good to know. Sollte ich schleichen? What? Mein Bild! That's me. Sag doch, der war ein Bild von mir. Oh Gott. I got it. I can't breathe. What's happening? No, damn it. I must find a way out of here. It's okay. It's okay. My turn. Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Ich habe die geheime Tür im Büro von Charles Hogwins geöffnet.
Dahinter kamen in den Stein gehauene Statuen zum Vorschein, die zum einen unterirdischen Höhlensystem führen. Diesen Weg kann der Räuber nicht genommen haben. Ein Tisch mit drei Stühlen. Der seltsame Vorraum im Eingang des Höhlensystems wirft neue Fragen auf. Welche Organisation gehört Charles Hawkins an? War Sarah Hawkins in Gefahr, weil sie diese Tunnel entdeckt hatte? Ich muss weiter in diese Höhlen vordringen und Antworten finden. Ein schweres Tor blockiert den Durchgang. Ich muss einen anderen Weg in die Haupthöhle finden. Wie viele von ihnen befinden sich in diesen Höhlen? Sind das alles Bewohner von Darkwater? Ganz ohne Zweifel wussten die Hawkins davon. Bradley und ich teilen uns auf, um die Tunnel zu erkunden. In mönchischen Kutten gekleidete Menschen bewohnen diesen Ort. Sie wirken wie ein Geheimbund auf mich. Ich fand das gestohlene Gemälde zwischen zwei Tischen, voll getrocknetem Blut. Der Dieb erwartete mich dort und versuchte, auf mich einzustechen. Im Kampf fielen wir in den Abgrund. Der Sturz tötete den Dieb? Wo bin ich? Woher weiß er, dass der Dieb tot ist? Wir haben keine Leiche gesehen. Sieht aus wie ein religiöser Kult. Sie sind bewaffnet und strenggläubig und somit gefährlich. Ich sollte mich nicht erwischen lassen. Wait a minute. Woher weißt du das? Woher weißt du, dass er tot ist? It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Ich fand diesen Dolch in den Tunnel unter den Hawkins Anwesen. Sein Besitzer ließ ihn zurück, als er den anderen gewandeten Männern folgte. Thank you. I can't read Latin. Ich auch nicht. Zu schön wär's quälen. Hauen wir ab. Wir haben zumindest jetzt eine Waffe. Wir können den Dolch verwenden. Cthulhu Nithsiha Fitag. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithnk Hupadk Cthulhu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours. Oh, the one. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Your El Cthulhu Kashag. Let his soul guide you to us, just as your dreams guided it to you. I feel him. You are gifted indeed, not another word. Let him pass through every part of you. All you who sleep, we pray for your return into the kingdom of the earth. Ew. Kastelbisna Cthulhu Kashok.
sacred flesh. Don't. Sie tot. Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? Again, this primitive writing. Sollen wir nicht hier verschwinden? Bin ich die Einzige, die gerade den Plan hat, dass wir verschwinden? Möchte er nicht verschwinden? We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Well, well, well. I will leave now. Goodbye. Hi. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! So get back! You asked for it! Oh boy. Charles, you shouldn't have seen this. Oh shit, wir waren so kurz davor, draußen zu sein. Shit, that's. My leg! Komm schon, wir schaffen sie raus. Light. At last. Shitnuts. Pierce und Officer Bradley folgten den Eindringlingen zu einem geheimen Treffpunkt eines Kults in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erlebten eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde.
Bradley versucht ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, verstümmelte den Polizisten. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverdale-Institut gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Oh. Wer hat uns gefunden, though? Weil irgendjemand muss uns doch gefunden haben, dafür, dass wir weggebracht wurden. Interesting. Spiel hat so lange Ladezeit, ist der Hammer. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so lange zu warten, bis es weitergeht. Any minute now! Yay. Having a seizure. He will survive. A strong subject. There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. Hey, Broadcasting comes to stream. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too. We were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Whoa, wo hat er mir das gerade hingegeben? Das war nicht mein Arm. The fluff. What happened to me? Where am I? Psychiatrie. Really? Hi. Mr. Sanders, you have to come with us. You can't escape. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're Maybe he never comes to stream. Please. I don't want him to find me. What the hell? Wir sind in der Irrenanstalt. What the... Warten? I mean, I don't. Okay.